Yo, Mr. White, ey. Hallo. Das ist unsere letzte Chance. Wenn wir heute verkacken, dann... Ich habe noch nie verkackt. Ich bin der klopft. Hä? Klopf. Was für Klopfen? Haben Sie vielleicht irgendeine Idee, wie wir das heute hinkriegen können? Ach, warte mal kurz. Hallo? Hallo. Kommen her. Herkommen. Du brauchst mich mal wieder für den Auftrag. Herkommen, ja. Den haben Sie angerufen, Mr. White. Ihr zwei! Oh. Ihr zwei habt Rechte! So wie, nice. So steht's in den USA, Vereinigten Staaten von Amerika. Ich liebe Amerika! Amerika! USA! Amerika. Das ist der US-amerikanische Adler! Ist das der, den du gerade angerufen hast? Ey, stell nicht so viele Fragen. Das ist ein Junkie, sorry, ey, tut mir leid. Yo, Mr. White. Ich bin kein Junkie. Halt deine F***e, du Junkie. Du redest, wenn ich das sage. Ja, sie kommen mir irgendwie bekannt vor, von der Toilettenwerbung oder sowas. Ja, genau, von der Werbung. Aber nicht von der Toilettenwerbung, von der Justizwerbung. Justiz. Justizanwaltschaft. Okay, alles klar. Und Mr. White, ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie ein bisschen respektvoller mit mir reden. Oder ich gucke nicht mehr für Sie. Sowas wie gucken sollte hier schon erst gar nicht. Ich habe dir das Gucken beigebracht. Ist. Ja, und ich habe geguckt. Ey, was ist jetzt überhaupt das Problem? Jo, das Problem ist, dass wir gestern beim Gucken ein bisschen verkackt haben. Wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Unterstützung. Also, ich hoffe, Sie können gucken, Mr. Saul oder so. Ich. Kann ich dir Saul sagen? Goodman wär mir eigentlich. Saul. Achso, okay. Let's cook. Gas beobachtet uns die ganze Zeit. Also Saul, das hier ist unsere Küche und hier wirst du mit uns gucken. Also ich würde mal vorschlagen, dass du hier den Abwasch am besten als erstes einfach machst. Später kannst du dann auch mal ein bisschen, sag ich mal, so höhere Aufgaben wie Burger braten oder so auch übernehmen. Das bringt noch nichts, Domme. Das wird resettet. Was mache ich die Direktarbeit hier, hä? Ja. Rede nicht so. Rede nicht so. Okay, hey. Ey, heb das wieder auf. Saul, heb es wieder auf. Bücken musst du dich, um es aufzuheben. Oh mein Gott. Okay, seid ihr ready? Und ja. Go! Schnell. Burger. Ja, Burger, sauber, Burger, sauber. Burger. Nicht nur eins, zwei mitnehmen immer ich gleichzeitig. Ich warte ab schon mal. Oh, scheiße. Junge, lass mich den Shit machen, Mann. Mach deinen Shit. Ja, was ist mein Shit? Ja, Domme, du musst mehr Burger braten noch. Digga, hier sind schon übel viele noch übrig. Jetzt einen Cheeseburger machen, schnell. Ja. Scheiße, die ganze Zeit fällt das Zeug auf den Boden. Hier ist ein Hamburger nochmal. Hast du noch Fleisch, Saul? Oh, perfekt. Ja. Okay. Scheiße. Heb den Teller da wieder auf den runter. Ja, alles gut. Cheeseburger. Wirf das Fleisch rüber, Saul. Wirf es. Fuck. Hier. Oh, scheiße. Ihr müsst das Fleisch auch catchen. Hattet einer Cheese überhaupt gerade? Braucht's noch Cheese? Ja, es braucht noch... Digga. Oh nein! Was? Mir ist ein Burger über die Theke gefallen. Nein! Brauchen wir noch mehr Cheeseburger? Scheiße, den schaffen wir nicht mehr. Aber es kommt noch ein Cheeseburger danach. Perfekt, das kriegen wir hin. Oh mein Gott, wie viel Fleisch hast du gemacht? Junge! Ja, wir haben's geschafft, aber wir haben nur einen Stern gekriegt. Das war nicht schlecht, meine lieben Freunde. Was haben wir jetzt mit dem ganzen Scheißfleisch machen, das ich hergebraten hab? Mein Gesicht! Hä? Nein, ja. Mr. White! Mr. White! Raus da! Oh. Was ist passiert, Mann? Ich habe eine Idee, wir nehmen hier die gefrorenen Patties und kühlen damit die Verbrennungen. Ja, kühlen Sie das ab. Mr. White, die Pommes verbrennen. Mr. White? So habe ich sie am liebsten. Leute, seid ihr ready für Pizza? Erstmal brauchen wir einen sizilianischen Tick. Der muss ein bisschen hin und her geworfen werden, damit der luftiger wird. Ja. Irgendwie habe ich Pizza ein bisschen anders in Erinnerung. Oh! Warte, auch mit dem, ja? Vielleicht müssen wir die erstmal gucken, die Tomaten. Hier rein. Oh, da rein. Ja. Aha. Auf was? Nein, verbrennt! Meins! Ja! Alter. Nice! Okay, Cheese? Reicht der oder muss man den nochmal kappen? Ich glaube, Mr. White ist gerade eingeschlafen ein bisschen. Ich glaube, das sollte reichen. Sicher? Schauen wir noch kurz. Mehr kappen oder nicht? Ja! Pack sie in den Ofen. Und dann könnten wir noch Salami, falls jemand möchte, aber ich glaube, das möchte niemand. Also.
Oh mein Gott. Alter. Was für eine leckere Pizza. Hier. Oh, wir haben noch gerade Pause. Weißt du, was wir machen immer in dem Pausensaal? Wir spielen einen Salatball. Achso. Salatball. Also, deswegen haben wir den Korb da. Ah, shit. Ja, genau. Du hast den falschen Korb getroffen, aber... Hey, Mr. White. Und wer als erstes trifft, ist der König der Küche. Ja! Oh, Mr. White. Alles gut. Ihr könnt aufhören. Ich habe schon gewonnen. Also, Saul macht Teig, Mr. White macht Käse. Könnt ihr so? Oh nein! Der Teig bleibt jetzt für immer dort oben. Ich mach Layup. Oh. Mr. White, du machst den Käse. Also, sie machen den Käse. Nice. Ich meine, aber schneiden eigentlich. Also nicht. Okay, Käse schneiden. Und ich mach die Tomatensoße. Ich starte das jetzt. Das wird ultra schwierig. Okay. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Ist der Teig ready, der erste? Wirf ihn rüber. Ja. Nice! Perfekt! Nächster Teig? Mr. White, ich werf Ihnen die Pizza zu. Die Pizzen zu. Da können Sie das nehmen. Hier! Oh Scheiße, nein! Ist über die Theke geflogen! Wo ist der Ofen? Hier! Rein in den Ofen! Noch mehr Cheese Pizzas! Hier! Mach mehr Tomaten, Mann! Ja, ich bin dabei! Hier! Noch mehr Teig. So weit! Wir haben nur dreckige Teller! Kann man die nicht so abgeben, die Pizza? Nein, natürlich nicht. Doch, kann man! Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt Salami-Pizza. Pepperoni-Pizza! Scheiße. Okay, dann Pepperoni, keine Ahnung, was das ist. Digga! Jesse, was hast du da schon wieder in den Kochtopf reingemacht? Nein, warum ist sie schon wieder verbrannt? Digga. Jesse, was machst du da? Was denn? Im Topf! Jeez, okay, Tomaten Jeez, zu spät. Ja, es waren verbrannte Tomaten. Das waren Zwiebeln, ich hab's doch gesehen. Du hast sie doch reingemacht. Danke. Sehr gut. Ich muss das besser catchen, was du wirfst. Geh mir weg! Man muss mit Style gucken. Hier ist noch mehr. Du kannst nicht das Verbrannte drauf tun. Hier. Mach doch mal die Pizzen, der bitte, Mann, nicht weg. Was machst du? Die ist schon fertig. Aber wir holen noch eine Pepperoni. Egal, scheiß auf die Pepperoni. Wir machen nur noch normale Pizzen. Schneidet jemand Käse? Ach so. Was? Nein. Das ist alles deine Schuld. Na, warum meine Schuld? Hallo. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wieder sehen. Oh, guck mal, da liegt noch die Pizza, die ich aus Versehen da hingeworfen hab. Yo, Saul, wo ist eigentlich Mr. White hin? Mr. White ist auf Toilette gerade. So, okay. Jo, Alter, wir haben einfach überhaupt keine Kundschaft, Mann. Ah, da kommt einer. Herzlich willkommen bei Pollos Hermanos. Hallo? Hallo, hier drüben. Hallo? Ja? Ihre Bestellung bitte. Ihre Bestellung, also was möchten Sie gern essen? Was gibt's hier zu essen? Und noch zum Abschluss ganz liebe Grüße an meinen größten Supporter T-Evertime LP. Und natürlich auch liebe Grüße an meine Gönjamins, Fatih, Minirik, Taki Karin, Debi und Mahombi. Vielen Dank für den Support und auch liebe Grüße an meine Bimos. Bis zum nächsten Mal. Peace.